Hallo und herzlich willkommen zurück. Es gibt ein paar Updates zum Sommerhaus, denn es kam inzwischen ja die dritte Folge auf RTL Plus und die zweite Folge im Free TV auf RTL. In diesem Video seht ihr Valentinas Kampf gegen RTL, Erik Stehfests Aussagen zu Alex und Pias und Zikos Reaktion zu problematischen Aussagen bezüglich Pias Schwangerschaft. Valentina und Jan haben ja bekanntlich eine Kampfansage an RTL gemacht und gehen sogar rechtlich gegen die Produktion vor. Das ist nichts Neues, aber es gab nochmal ein kleines Update dazu, sage ich mal. Jan und Valentina gaben kleine Statements diesbezüglich, denn scheinbar gab es von der Seite der Produktion die Befürchtung, wenn man gewisse Szenen nicht zeigt, dass die Staffel nicht so erfolgreich werden würde. Und Valentina ist der Überzeugung, dass es die beste Staffel aller Zeiten wurde, weil sie mitgewirkt hat. Und sie sagt dazu Folgendes. Nach den Vorfällen, welche bald offengelegt werden, hatten wir mit den Produktionsleitern Gespräche geführt, wie weiter vorgegangen wird und welche Entschädigung uns zusteht. Hier kam immer wieder das Argument, dass die Staffel nicht so erfolgreich werden würde. Uns war stets bewusst, dass dem nicht so ist und es die erfolgreichste Staffel überhaupt wird. Und wieder hatten wir recht. Mehr dazu bald. Es gab allerdings noch einen weiteren kleinen Beitrag von Valentina, in dem sie Folgendes sagt. Nein, sagten die Produktionsleiter zu uns, als wir die Aussage nach dem schlimmen Vorfall getroffen haben, dass es durch uns die erfolgreichste Staffel aller Zeiten wird und alle Rekorde brechen wird. Und der Hauptteil ist noch nicht mal passiert. Freue mich schon bald auspacken zu können. Haha, siehe da, 3 Millionen Sendungsabrufe für Folge 1. Allzeit Streaming-Rekord. An wem das wohl liegt? Bestimmt nicht an der Ex von Joey Heindle. We will see das Sommerhaus der Stars. Also sie hat hier einmal Joey Heindle getaggt und einmal das Sommerhaus der Stars. Also um es mal kurz zu fassen, Valentina und Jan sind der Überzeugung, dass die Sendung nur ihretwegen so durch die Decke geht und sie wollen auch eine Entschädigung dafür, was in der Sendung passiert ist. Vor einigen Monaten hat Jan ein Video gemacht, in dem er bereits das Sommerhaus der Stars anspricht und dass dort ein Vorfall gewesen sein soll, der richtig schlimm war und dass will, dass RTL dazu Stellung bezieht. Sicherlich können sich einige nicht mehr erinnern, daher kommt hier nochmal der Clip. Aber es ist ein wichtiges Thema, worüber ich kurz sprechen möchte, nämlich das Sommerhaus der Stars. Da war ich ja mit Valentina, wie jeder mitbekommen hat, wahrscheinlich. Und da sind einige Sachen vorgefallen, die ich nicht so stehen lassen möchte. Und worüber ich jetzt schon mal reden möchte, worüber ich jetzt schon mal ein Statement abgeben werde, wo ich natürlich keine Details verliere, weil ich möchte hier nicht gegen irgendwelche Verschwiegenheitsklauseln verstoßen oder sonst was. Aber ich möchte hiermit Druck ausüben, dass nachher die Wahrheit erzählt wird. Weil was da passiert ist im Sommerhaus der Stars, ist eine absolute Frechheit und das habe ich in meinen 27 Lebensjahren noch nie erlebt. Ich kann leider nicht so viel erzählen, weil ich ja einen Vertrag unterschrieben habe mit Verschwiegenheitsklausel. Aber ich möchte hiermit ein bisschen oder sehr großen Druck ausüben, dass nachher diese Szenen nicht falsch geschnitten werden. Was heißt falsch geschnitten werden? Es kann nicht falsch geschnitten werden, sondern dass Dinge nicht ausgelassen werden, dass Dinge nicht verharmlost werden, sondern ich appelliere auch an RTL, an die Produktion, an Sommerhaus der Stars, dass ihr die Sachen so zeigt, wie sie vorgefallen sind, dass ihr nichts verharmlost, dass ihr ein Statement dazu macht, was passiert ist. Und sollte das nicht der Fall sein, werde ich mir es zur Lebensaufgabe machen, das alles, was da passiert ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, dass jeder erfährt, was da passiert ist. Diese Aussage von Jan war ungefähr Ende Juni. Inzwischen wissen wir ja, dass es sich hierbei eben um eine Gewalttat handeln soll. Und irgendwie ist es ja so, dass die beiden durch solche Aussagen vorab schon Werbung gemacht haben, durch diesen Vorfall und für diesen Vorfall. Auch Valentina bestätigte vor einigen Wochen, dass es sich um eine Handgreiflichkeit handeln soll. Und bis dahin war alles eigentlich auch okay, in Anführungsstrichen. Als aber dann ein Statement von RTL aufgetaucht ist, welche ihrer Ansicht nach nicht richtig war, denn da hieß es irgendwie, jemand hat sich schlecht benommen und zwei Paare seien aneinander geraten, das sei ihrer Meinung nach nicht so gewesen. Und da wurde ich so ein bisschen stutzig, dass hier schon sehr absichtlich immer wieder über dieses Thema gesprochen wird und damit irgendwo geworben wird, wenn es doch so ein schlimmer Vorfall ist. Also irgendwie passt das da nicht ganz zusammen. Wenn man die Aussage auch nochmal anguckt, finde ich das auch ein wenig widersprüchlich. Denn es liest sich ja durchaus so, dass Valentina und Jan nicht wollen würden, dass der Vorfall, sage ich mal, ausgestrahlt wird. Die Produktion aber davon ausgeht, dass es ohne diesen Vorfall floppt. Oder ob man allgemein Valentina und Jan herausschneiden sollte. Also irgendwie ist es da nicht ganz schlüssig. Vor allem, nachdem Jan so stark darauf besteht, dass alles gezeigt werden soll. Also ich hoffe, ihr könnt verstehen, was ich meine. Ich finde
jetzt einfach wirklich unschlüssig und es macht mich misstrauisch, denn es kommt für mich wirklich so rüber, als hätte man da einfach wirklich Werbung gemacht für diese ganzen Vorfälle und alles. Außerdem hat Valentina auch erst ab einem gewissen Zeitpunkt darüber gesprochen, worum es tatsächlich geht, nachdem es einen Artikel von RTL gab, wo gemutmaßt wurde, was denn passiert sein soll. Und da hat sie nochmal eine kleine Umfrage gemacht, so glaubt ihr, diese Gerüchte sind wahr oder nicht. Und später kam dann raus, dass es eine Gewalttat war, dass sie es bestätigt hat. Dann hat sie nochmal weiter ausgeholt und gesagt, dass es eben ein Mann gewesen sein soll, der auch sie geschlagen haben soll. Sie haben dann auch noch eine Überweisung von Jan gezeigt, wo dann auch eine Körperverletzung festgestellt wurde von einem Arzt. Also da haben sie nochmal einen Attest gezeigt. Also irgendwie finde ich das so ein bisschen verwirrend und ich weiß jetzt auch nicht, ob sie jetzt eigentlich dafür sind, dass RTL das alles zeigt oder dagegen, weil eigentlich wollen wir natürlich alle sehen, dass es gezeigt wird, weil wir alle wissen wollen, was tatsächlich passiert sein soll. Was mich auch noch so ein bisschen misstrauisch macht, ich weiß nicht, ob sie die vertrauenswürdigste Person ist. Sie hat ja immer wieder irgendwelche Streitigkeiten mit anderen Menschen gehabt, sei es Christine, sei es Christina, die Ex von Alex, dann noch die Schönheitsklinik neulich und irgendwie gibt es immer irgendwelche Streitigkeiten bei ihr. Ich persönlich würde gerne eben auch andere Perspektiven sehen und andere Meinungen dazu hören, denn ich finde es durchaus auffällig, dass wirklich nur Valentina und Jan über diese Vorfälle sprechen. Es hat sich kein anderer dazu geäußert, es hat jetzt Gigi nur so ein bisschen gestichelt neulich, dass er gerne Jan frei aus auf die Schnauze hauen können bei diesem Fame-Fighting-Kampf, an den beide ja teilnehmen werden. Und dann habe ich einen Podcast gehört, wo auch ein bisschen über das Sommerhaus gesprochen wurde und es gab eine bestimmte Aussage, die mich dann nochmal so ein bisschen stutzig gemacht hat. Ich habe gehört, also aus dem Umkreis, aus dem Team von Joko und Klaas gegen ProSieben auch, gab eine kleine Schlägerei. Weil das ist, hat jemand mal an einem vorbeigehauen und hat die Freundin getroffen oder so. Natürlich kann man hier jetzt nicht wissen, inwiefern das der Wahrheit entspricht, aber das hat für mich schon ein bisschen Sinn gemacht und ich fand das durchaus interessant und würde deswegen auch wirklich sehr gerne andere Stimmen hören, beziehungsweise andere Kandidaten hören, wie sie diese Situation empfunden haben und was deren Meinung nach passiert ist. Würde mich schon sehr interessieren, weil ich eben nicht genau weiß, wie vertrauenswürdig Valentina ist und wenn man sich so die Folgen angeschaut hat, hat man ja durchaus gesehen, dass sie wirklich sehr provokativ ist. Also sie hat wirklich sehr provoziert. Sie hat einen nicht in Ruhe gelassen. Selbst wenn man sich diese Situation entziehen wollte, ist sie einem hinterhergerannt. Und daher denke ich, war sie jetzt wirklich kein Unschuldslamm. Das rechtfertigt jetzt natürlich nicht, dass man sie angegangen hat, dass man sie geschlagen hat. Aber was auch eben eine Variante sein könnte, ist eben, dass es nicht vorsätzlich war, dass sie getroffen wurde. Das entschuldigt natürlich nicht, dass man gegen Jan eventuell vorsätzlich handeln wollte oder vorgehen wollte. Dennoch ändert das für mich durchaus ein bisschen die Narrative. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viel wir am Ende tatsächlich davon zu sehen bekommen. Valentina hat sich allerdings auch noch zu einem weiteren Thema geäußert, und zwar zum Thema Hass und Mobbing im Netz. Sie hat sich neulich erst beschwert, dass Menschen, die sie feiern, keine Kommentare hinterlassen können, die eben positiv sind. Es sollen ihr wohl sehr viele Menschen Nachrichten geschickt haben, dass unter dem Beitrag vom Sommerhaus auf Instagram keine positiven Nachrichten zu Valentina hinterlassen werden könnten, aber sehr viele negative Kommentare zu sehen sind. Und das ist natürlich schon sehr auffällig und fragwürdig. Allerdings muss man hier auch sagen, dass Instagram so oft spinnt und irgendwie mal nicht hinterherkommt. Manchmal kommt eben diese Meldung, dass ein Kommentar nicht veröffentlicht wird, aber es steht da trotzdem. Aber natürlich ist das so ein bisschen komisch, scheint sehr einseitig zu sein und irgendwo auch einschränkend und dadurch selbstverständlich auch ärgerlich. Und nun fand Valentina auch heraus, dass der Account von BeReal einiges über sie geschrieben hat und einen Wahl-Emoji verwendet hat, statt ihren Namen zu schreiben. Für sie sei das Ganze eine große Doppelmoral, also die Art und Weise, wie über sie gesprochen wurde allgemein, denn BeReal wird ja auch von Filmpool produziert, für alle, die damit nicht vertraut sind, die machen sehr viele Reality-Formate, darunter sowas wie Goodbye Deutschland, Berlin Tag und Nacht oder auch Barbara Salisch, das Strafgericht. Sicherlich durchaus bekannte Formate. Für Valentina gäbe es da eine starke Doppelmoral, denn einerseits sind sie ja gegen Hass im Netz und gleichzeitig tun sie eben Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und allgemein sagt Valentina eben, dass die Reality-Branche voller Doppelmoral sei. Außerdem sei das Sommerhaus auch so belastend für sie gewesen und dazu kommt noch der ganze Hass und eben auch der Vorfall, der ja noch nicht mal ausgestrahlt wurde. Und dafür erwartet Valentina eine Entschuldigung oder sie wird RTL-Produktionen künftig den Rücken kehren. Was genau sie sagt, zeige ich euch jetzt. Nach dem, was ich jetzt hier gesehen habe, kommt die Reaction heute auf jeden Fall nicht. Was soll ich euch sagen? Ich habe gerade wirklich keine Worte. Also ich bin wirklich maßlos schockiert. Erstmal
geht das hier schon mal gar nicht. Ne? Also das darf von einem Sender-Account niemals passieren. Egal, wer den betreut oder sonst was, die dürfen sich nicht positionieren. Es ist wirklich heftig, was die geschrieben haben über mich und wie die mich betiteln mit diesem Emoji. Das habe ich natürlich euch direkt gezeigt, habe auch angerufen und Leute schon kontaktiert. Ich bin wirklich maßlos schockiert. Es ist der offizielle Account. Der ist auch bei Filmpool verlinkt. Und Filmpool hat ja ganz, ganz stark geworben mit Stop Mobbing gegen unsere Darsteller und sonst was. Merkt eigentlich diese Doppelmoral in dieser Branche? Und nachdem ich dann auch irgendwann meinen Mund aufgemacht habe, warum denn Kommentare, die positiv sind, über mich irgendwie gelöscht oder nicht zugelassen werden, ich habe das ja zahlreich geschickt. Und solche kranken Beleidigungen einfach zugelassen werden unter dem Sommerhaus-Post, hat dann das Sommerhaus, der Account auf Instagram, dann auch mal irgendwie was dazu geschrieben. Das passt aber irgendwie alles nicht zusammen. Also ihr solltet euch schon entscheiden und eine klare Linie fahren, ne? Also ja, nicht RTL, aber RTL 2 und es ist trotzdem ein Kreis. Ich habe dafür echt keine Worte. Ich bin, wow. Das, was passiert ist jetzt gerade halt, ne, von dem Account vom BeReal da, wird sich nochmal richtig einfach schön widerspiegeln, wie die Hintergründe im Sommerhaus waren. Es ist wirklich so heftig, wie abgefuckt und ekelhaft diese Branche im Hintergrund ist. Es ist echt ganz, ganz schlimm und ich werde das alles offenlegen, weil mit mir macht man das auf keinen Fall. Mit mir wird man das niemals durchziehen können oder die Wahrheit vertuschen können. Nein, 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 nein. Also, das ist wirklich echt maßlos schockierend. Also es ist echt unter aller Sau. Egal auch, was schon im Sommerhaus abgelaufen ist. Da erwarte ich so oder so nochmal eine fette Entschuldigung, wo wir gerade strafrechtlich gegen vorgehen. Und das jetzt hier auch nochmal. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Kommt da keine Entschuldigung, seht ihr mich nicht in der Wiedersehensshow. Seht ihr mich in keinem Format vom Sender RTL. Und das ist ein Fakt. Das ist echt heftig. Aber bei mir gibt es die Wahrheit. Nämlich die richtige Wahrheit. Und ich sage euch, wie es ist, ich scheiß aufs Dschungelcamp, auf irgendwelche anderen RTL-Formate oder sonst was. Das ist nicht mein Leben nur. Mein Leben besteht darin, nicht mit verlogenen oder heuchlerischen Leuten irgendwie zusammenzuarbeiten und mit solchen Leuten, wo sowas passiert, wo sowas niemals passieren darf. Deswegen, ihr habt die Wahl. Entschuldigt euch, vielleicht verzeihe ich euch. Aber ihr habt ja gesehen, Einschaltquoten 3 Millionen, erste Folge Sommerhaus der Stars auf RTL Plus. Habt ihr wohl auch großen Teil mir zu verdanken. Wisst ihr aber auch. In diesem Sinne, Küsschen. Und soll ich euch noch einen Witz erzählen? Wisst ihr, wer mich vor einigen Tagen angerufen hat für eine Anfrage? Dreimal dürft ihr raten. Filmpool. Und ich weiß, ihr liebt es, mich in Sendungen zu sehen. Vielleicht einige Leute nicht, aber ihr guckt trotzdem, weil ihr wisst, es gibt Action. Sollte ich noch jemals in einer Sendung sein, die in dieser Sendergruppe ist, werden die Verträge so knallhart, ich kann's euch schwören, so knallhart. Und die Gagen entscheide ich. Take it or leave it. Erik Stehfest hat den Chat soeben betreten und muss was zu Alex sagen. Für ihn muss Alex nämlich ganz dringend zu einer Therapie gehen. Er habe starke Aggressionsprobleme und auch Probleme mit sich selbst, weil er so stark auf sein Äußeres fixiert sei. Erik findet, dass Alex mehr Stärke beweisen würde, wenn er tatsächlich zu einer Therapie ginge, als zu einem Boxkampf. Aber auch die anderen Kandidaten und deren Liebe kritisiert er. Und wie? Seht ihr jetzt. Und ein paar Sachen möchte ich auch nochmal loswerden. Das ist kein Schönheitswettbewerb hier. Wir müssen funktionieren. Sätze von Alex, der wirklich stundenlang im Bad verbracht hat, um sich herzurichten und von allen am meisten Wert legt, wie er wirkt und aussieht und damit auch Menschen manipuliert. Achtet einfach in nächster Zeit ein bisschen drauf, wer mit Alex sympathisiert. Leider waren viele Menschen vor Ort, gerade auch Frauen, die sich haben manipulieren lassen von ihm, die Angst vielleicht sogar hatten, die ja auf sein Aussehen, seine Muskulatur angesprungen sind und auch auf seine Art, sich zu artikulieren. Aber meiner Meinung nach braucht dieser Mann einfach eine Therapie. Ich finde es vor allem auch geil, wie jetzt im Nachhinein so viele Paare versuchen, über Instagram zu zeigen, dass sie ja ganz toll sind und dass das alles gar nicht so schlimm ist und ja, sie ja alle aus ihren Fehlern gelernt haben. Also wirklich, naja. So ist das nun mal mit der Liebe, mit der TV-Liebe, so würde ich es mal bezeichnen. Mit der, ja, es ist eigentlich eine Zuhälterliebe, ja, weil man sich ja eigentlich für die Liebe bezahlen lässt.
um in der Öffentlichkeit stehen zu können als Paar. Und deswegen, ja, hoffe ich einfach, ja, dass ihr seid ja sozusagen dann und oder in einem. Hoffe ich, dass ihr einfach nett zueinander seid und euch gleichberechtigt bezahlt. Ja, dieser Mann braucht meiner Meinung nach wirklich eine Therapie. Ich würde auch sagen, eine stationäre Therapie. Einfach, dass er mal wegkommt aus seinem Umfeld, was ihm anscheinend nicht gut tut. Wir haben natürlich erst im Nachhinein erfahren, in was für Formaten Alex schon war und wie er sich dort verhalten hat, dass er dort mitunter Frauen geschlagen hat, Einrichtungen zerstört hat. Und ich verstehe auch gar nicht, wie so ein Mensch in der Öffentlichkeit stehen darf, ja, immer wieder gebucht wird. Aber vielleicht genau deswegen, um das aufzuzeigen. Ja, aber anstatt eine Therapie zu machen, macht er jetzt lieber bei der Fame Night mit, steigt in den Boxring, um zu zeigen, was für ein harter Kerl er ist, anstatt mal wirklich zu beweisen, dass er Eier hat und sich behandeln lässt mit seinem Problem. Aber gut, das ist ja hier alles kein Schönheitswettbewerb, Alex. Deswegen viel Spaß weiterhin beim Haaregel. Zu Alex und Vanessa wird es auch mal ein separates Video geben, denn die beiden haben einen Livestream gegeben. Dort ging es sehr viel um ihre Beziehung und allgemein um die Zustände der Beziehung und um das Thema Paartherapie. Und dazu gebe ich euch mal einen kleinen Vorgeschmack. Wir haben eine Paartherapie gemacht. Also so ein Coaching war das, ein Paarcoaching? Ja, Coaching besser. Und Therapie hört sich nicht cool an. Das war ein Paarcoaching. Das hilft extrem. Das Coaching hat uns sehr gut geholfen. Paartherapie ist quasi ein Coaching, weil wir machen das ja freiwillig. Wir haben uns ja freiwillig coachen lassen, freiwillig helfen lassen. Wir sind ja nicht in die Clubs und wurden irgendwie therapeutisch behandelt, weil wir es müssen. Also wir haben uns freiwillig für ein Coaching entschieden und Coaching hört sich viel positiver an als Therapie. Ich denke mal, das ist ein gutes Beispiel davon, was Alex vom Thema Therapie hält. Er versucht immer wieder weiter in die Coaching-Schiene zu gehen, denn das klingt eben positiver und besser. Er ist ja nicht verrückt, er ist ja kein Bekloppter, in Anführungsstrichen, dass er sich therapieren lassen muss. Und das ist natürlich sehr schade. Und da hat Erik halt den Nagel auf den Kopf getroffen. Therapie ist eben etwas, was viele Menschen bräuchten. Viele aber gleichzeitig in diesen Stereotypen denken, dass Therapie nur für Verrückte sei, in Anführungsstrichen, dass man es selbst gar nicht bräuchte. Aber das ist eben nicht so. Wir wissen jetzt nicht, ob sie wirklich ein Coach gemacht haben oder eine Therapie gemacht haben, aber dazu sage ich dann mehr in diesem separaten Video. Auch wenn Eriks Aussage hart ist, teilweise sogar knallhart, trifft er dennoch schon ein paar ganz gute Punkte. Bei Pia und Zico gab es sehr viel Kritik, seitdem ihre Schwangerschaft bekannt gegeben wurde. Auch davor schon, weil man die erste Folge vom Sommerhaus natürlich sehr kritisch beäugt hat wegen ihres Alkoholkonsums. Außerdem sei Pia zu dem Zeitpunkt auch gar nicht schwanger gewesen. Denn das Sommerhaus wurde bereits vor Monaten gedreht und wäre sie schwanger gewesen, hätte sie gar nicht erst teilgenommen. Ich muss an der Stelle auch nochmal eine Warnung geben, denn Pia und Zico sprechen über das Thema Kindsverlust während der Schwangerschaft. Das ist ein sehr sensibles und schwieriges Thema für manche, daher könnt ihr in den Timestamps sehen, ab wann gezielt über dieses Thema gesprochen wird. Das Statement allgemein bezieht sich auf das Thema Schwangerschaft, was ebenfalls ein schwieriges und sensibles Thema sein kann. Und jetzt zeige ich euch das Statement. Aber vorher wollte ich tatsächlich so zwei, drei Sachen ansprechen. Zico kommt gleich auch noch dazu, weil es ja auch größtenteils uns beide betrifft. Themen, die miteinander in Verbindung gebracht wurden, die letzten Tage, die zu Themen gemacht wurden, obwohl es kompletter Schwachsinn ist. Dinge, die irgendwie aufgebauscht wurden, ohne dass mit mir oder mit Zico im Vorfeld drüber gesprochen wurde. Oder dann erst im Nachhinein irgendwelche Fragen gestellt wurden. Und da denke ich mir halt einfach so, oh, Ladies and Gentlemen, das finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig. Meistens haben ja die Leute, die am wenigsten Ahnung haben, immer am meisten Meinung. Wissen tun's aber wir. Und von daher wollten wir da jetzt ein paar Sachen klarstellen und ein paar Takte zu sagen. Und danach werden wir da auch nicht weiter drauf eingehen. So, dann fangen wir mal an. Zico kommt ja gleich dazu. Also, in erster Linie geht's um einige Berichte, die gestern gelaufen sind. Es waren mehrere Berichte über uns. Wir haben am Samstag was gedreht, wo es um das Thema Schwangerschaft ging bei uns und um unsere Beziehung. Eigentlich ging es um den Sommerhausfluch, der ja gestern bei Extra auch thematisiert wurde, wo von uns aber tatsächlich sehr, sehr wenig zu sehen war. Was aber auch okay ist, weil dieser Sommerhausfluch betrifft uns ja nicht, wie man weiß und worüber wir sehr, sehr glücklich sind. Was ich aber schwierig finde, ist, wenn mein Alkohol-Fauxpas, und das wird nicht der einzige in dieser Sommerhausstaffel sein, sowohl von mir als auch von anderen,
zum Thema gemacht wird in Zusammenhang mit meiner Schwangerschaft. Weil natürlich war ich nicht schwanger in der Zeit, als wir im Sommerhaus waren, sonst hätte ich an diesem Irrenhaus gar nicht teilgenommen. Und wenn ich bewusst Alkohol trinke, obwohl ich schwanger bin, dann bin ich ein absolutes Arschloch und das bin ich nicht. Ich habe nach meiner Schwangerschaft mit Henry wieder angefangen, die Pille zu nehmen und damit zu verhüten, habe aber irgendwann einfach keinen Bock mehr drauf gehabt, meinen Körper die ganze Zeit mit Hormonen voll zu pumpen und habe die irgendwann abgesetzt. Mein Zyklus hat sich dementsprechend mit der Zeit irgendwann eingependelt. Ich hatte regelmäßig meine Tage bis November letzten Jahres, wo ich einen Eingriff hatte. Das betrifft aber Zico und mich, deswegen möchte ich da jetzt auch nicht alleine drauf eingehen. Und seitdem hatte ich sehr unregelmäßig meine Tage, auch im Sommerhaus. Da war es tatsächlich so, dass ich aufgrund der Stresssituation, die da war, innerlich so fertig war und mein Körper so krass darauf reagiert hat, weil mich das einfach auch überfordert hat, dieser Umgang da miteinander teilweise und diese Art, mit Menschen umzugehen, dass ich 14 Tage am Stück meine Periode hatte, was richtig geil ist, weil jede Frau da draußen weiß, wie beschissen man sich fühlt, wenn man in diesem Zyklus-Ding drin ist. Und das dann noch 14 Tage am Stück, das war tatsächlich für mich zusätzlich die Hölle. Das also zu dem Thema, ob ich im Sommerhaus schon schwanger war. Nein, war ich definitiv nicht. Ich hatte 14 Tage am Stück meine Periode. Und das auch gar nicht war so leicht. Dementsprechend ist es komplett auszuschließen. Ich war auch im Anschluss beim Arzt, habe mich durchchecken lassen, weil ich echt gedacht habe, fuck, was ist denn da los? Weil ich mir wirklich auch Sorgen gemacht habe. Ich habe auch mit anderen Teilnehmerinnen vom Sommerhaus darüber gesprochen und hatte zwischendurch auch echt wirklich viele Gedanken im Kopf um meine Gesundheit, weil mich diese Situation von der Psyche und vom Stressfaktor her echt belastet hat. Ich war im Nachhinein beim Arzt, die haben gesagt, das ist alles fein, das kann mal passieren, gerade wenn man in Stresssituationen ist. Genauso wie, dass man seine Stimme verliert. Und das war auch eine Reaktion meines Körpers. Ich hatte die erste Zeit extrem Husten, war extrem heiser. Und das hatte auch nichts mit Alkohol zu tun oder mit Schreien, sondern einfach nur mit der Psyche. Ich bin eigentlich weder euch noch irgendwem anders gegenüber Rechenschaft schuldig, außer mir selbst, meinem ungeborenen Kind, meinem Sohn und meinem Partner gegenüber vielleicht. Aber trotzdem hat es mich einfach gestern so geärgert, weil der eigentliche Tenor dieses Berichts war so positiv behaftet für mich. Zumindest habe ich das so verstanden. Wurde ich wieder eines Besseren belehrt. Da wurde einfach aus einem voll schön, die sind nicht vom Sommerhausflug betroffen und vergrößern sich und sind happy miteinander, auch im Nachhinein, auch Monate später noch, nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen wurden, wurde ein ob ja, verschmäht ja kein Glas Weinbeitrag rausgemacht, obwohl sie ein Kind kriegt und war das im Sommerhaus schon so, wo ich mir denke, ey, was soll denn das? Also ich finde es einfach so unverschämt, weil gerade die Leute, die am meisten das Maul dann aufreißen, auch im Nachhinein, auch unter Social-Media-Beiträgen oder sowas, sind entweder Leute, die dir nichts Gutes wünschen, oder Leute, die einfach keine Ahnung haben und einfach mal wieder Moralapostel spielen wollen. Und die müssen echt die Schnauze halten. Man weiß ja auch nicht, was im Nachhinein jetzt noch in den nächsten Folgen reingeschnitten wird. Ich weiß aus der Vorschau irgendwann mal, dass Zico und ich uns auf jeden Fall nochmal streiten, wo er auch zu mir sagt, trink einfach weniger Alkohol. Das war auch so ein Moment, wo ich da irgendwie nicht ganz fresh in der Birne war. Ich war aber, wie ich auch schon mehrfach gesagt habe, nicht die Einzige, die da Alkohol getrunken hat. Ich war auch nicht die Einzige, die betrunken war da im Haus. Es gab gar nicht jeden Tag Alkohol für uns da. Wir können aber nicht zu viel spoilern. Und es gab auch andere, die sich wegen Alkohol gefetzt haben, wo dann ein Part betrunken war und der andere nicht. Und wo es dann Meinungsverschiedenheiten gab. Man weiß nur nicht, ob die es zeigen oder nicht. Einige Sachen wurden auch in Folge 1 und 2 gar nicht gezeigt und auch in Folge 3, die wir gestern gesehen haben. Da werden wir dann aber so nochmal drauf eingehen. Diesen Schuh, mir das mit meiner Schwangerschaft in Verbindung bringen zu lassen, ziehe ich mir einfach nicht an. Das Thema, was ich eben angesprochen habe, wo ich gesagt habe, da möchte ich gerne mit Zico drauf eingehen. Das war ein Thema, was wir schon öfter angesprochen haben, wo wir einfach auch gesagt haben, wir wollten für uns die Zeit haben, das zu verarbeiten und da auch mit umzugehen. Und jetzt da aber dieses ganze Thema Alkoholkonsum auch in der Schwangerschaft und sowas so ausgeschlachtet wird und ich mich davon einfach auch persönlich beleidigt fühle, muss ich sagen, finde ich es irgendwie an der Zeit, dass wir auch da mal drüber sprechen. Ja, das ist ein krasses Thema auf jeden Fall, was Pia ja gerade schon sagte, dass wir das für uns
erstmal verarbeiten mussten. Und es geht darum, dass Pia letztes Jahr schon mal schwanger war und wir das Kind leider verloren haben. Und ja. Oh, ich wollte nicht vorher. Mann, ich habe eben noch gedacht, wir können jetzt drüber sprechen, das nervt mich. So, ich war letztes Jahr schwanger und bei einer Routineuntersuchung in einer 11 plus 0 wurde festgestellt, dass keine Herztöne da sind und dass das Baby nicht mehr lebt. Und es ist aber nicht von selbst abgegangen, sondern musste operativ entfernt werden oder ausgeschabt werden. Es war für uns echt eine sehr, sehr schwierige und beschissene Zeit. Und von daher mussten wir auch erstmal selber damit umgehen und das für uns verpacken. Weil es natürlich auch mit uns als Paar was gemacht hat. Wir hatten auch unseren Struggle. Jeder von uns hat dieses ganze Thema für sich alleine irgendwie verarbeitet. Wir haben zwar auch versucht, miteinander zu arbeiten und an diesem Thema zu arbeiten, aber das war auch nicht immer einfach. Ich habe mich sehr verschlossen, habe sehr viel irgendwie mit mir alleine ausgemacht, weil ich auch niemandem zur Last fallen wollte. Und das lag damals auch nicht daran, dass ich gesoffen habe oder sowas, sondern es war halt einfach so, dass das, dass dieser Embryo nicht lebensfähig war. Fertig. Ich weiß auch gar nicht, ob Embryo da jetzt der richtige Begriff ist oder ob das schon Fötus heißt oder so. Es ist mir auch scheißegal. Wir haben ein Kind verloren. Das war beschissenerweise auch noch an dem Tag, als wir gekündigt wurden. Als ich diesen Eingriff hatte, da war Zico ja dann irgendwie vorher und auch nachher bei mir im Krankenhaus, um an meiner Seite zu sein. Und das war einfach für uns echt eine richtig, richtig harte und beschissene und ekelhafte Zeit damals. Wir hatten es noch nicht kommuniziert, weil wir es erstmal natürlich abwarten wollten, ob alles fein ist und so. Und jetzt haben wir durch die Untersuchungen, die wir gemacht haben, schwarz auf weiß auch, dass das Kind, was wir jetzt erwarten, gesund ist und dass es ihm gut geht und dass alles fein ist. Und diese Freude darüber möchte ich mir einfach nicht durch irgendeinen Kackgelaber kaputt machen lassen oder durch irgendwelche Mutmaßungen. Ja, es ist einfach traurig und schade, dass ich glaube, dass jeder von uns mal Alkohol trinkt und wahrscheinlich auch mal einen über den Durst trinkt, aber es ist einfach schade, dass es jetzt gerade parallel zur Ausstrahlung zum Sommerhaus in die Richtung gelenkt wird, dass Pia halt während der Schwangerschaft säuft oder trinkt oder was auch immer, weil es einfach nicht stimmt. So, die Ausstrahlung ist schon, stimmt gar nicht, die Ausstrahlung, sondern der Dreh des Sommerhauses ist einfach schon oder liegt schon einige Zeit zurück und wir können euch versprechen, dass Pia da nicht schwanger war, definitiv nicht, weil wir erstens dann nicht bei so einer Show mitgemacht hätten. Und wir verantwortungsbewusst genug sind und wissen und das auch niemals tun würden, dass wir halt während der, oder dass Pia halt während der Schwangerschaft trinkt. Das ist absurd und absoluter Schwachsinn. Ich habe, seitdem ich die Untersuchung beim Frauenarzt hatte und seitdem meine Schwangerschaft bestätigt wurde, keinen einzigen Tropfen Alkohol mehr getrunken und werde es auch nicht tun, auch nicht, wenn ich stille oder sowas, weil ich sehr wohl weiß, ich habe ein Kind, wie sich das auf den Körper auswirken kann, auf meinen, auf den des Kindes und als ob ich gerade nach so einem Verlust, den wir halt letztes Jahr hatten und nach diesem Geschenk, was wir jetzt bekommen haben, das alles nochmal erleben zu dürfen und jetzt in gesundem Rahmen, als ob ich dieses Risiko eingehen würde, dem Kind absichtlich zu schaden. Das ist die größte Frechheit und die asozialste Unterstellung, die man eigentlich machen kann. Und jeder, der einem sowas irgendwie unterstellt, ohne dafür irgendwelche Belege zu haben, der sollte sich einfach nur echt in Grund und Boden schämen. Ich trinke ja nicht mal alkoholfreien Wein.
Es fehlt mir auch gar nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier sitze und die ganze Zeit zitter, weil ich keinen Alkohol trinken kann. So wie einige das jetzt irgendwie auch hingestellt haben, als ob ich die größte Alkoholikerin bin. Ja, ich trinke gerne mal ein Glas Wein. Mache ich auch keine Hehl raus. Mache ich auch schon sehr lange in meinem Leben. Aber auch nicht jeden Tag und auch nicht jede Woche. Also es wird doch irgendwie so dargestellt, als dürften Frauen generell keinen Alkohol trinken oder nicht mal einen über den Durst trinken. Aber es ist Schwachsinn, dass in diesem Fall halt in Verbindung mit einer Schwangerschaft zu bringen, weil, wie gesagt, Pia zu dem Zeitpunkt einfach nicht schwanger war und es ihr genauso wie jedem anderen Menschen zusteht, auch mal Alkohol zu trinken. Ja, letztendlich können wir nur sagen, dass es nicht so ist und wir uns einfach nur freuen, dass wir jetzt ein gesundes Baby bekommen. Ja, wobei, solche Bilder möchte keiner von sich sehen, das sage ich euch, ich habe mich sehr geschämt. Ja, mehr werden wir jetzt zu diesem Thema auch nicht sagen. Wir haben uns jetzt einmal dazu geäußert und das ist jetzt auch für uns durch damit das Thema. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Definitiv, ja. Und der Rest ist scheißegal. Das ist Geschichte. Jeder macht mal Fehler in seinem Leben. Keiner kann sich davon freisprechen, sich eventuell mal nicht mit Ruhm bekleckert zu haben, aber davon lassen wir uns vor allen Dingen dieses wunderschöne Ereignis, was jetzt in unserem Leben ist und was auf uns zukommen wird, wir lassen uns es von niemandem kaputt machen und vor allen Dingen auch nicht von irgendwelchen Idioten, die uns nicht kennen oder die einfach keine Ahnung haben. Oder von irgendwelchen, ja, komischen Berichterstattungen. Ja, trotzdem war uns daran gelegen, das einmal klarzustellen und da vielleicht auch mit ein, zwei Sachen aus der Vergangenheit aufzuräumen. In diesem Sinne, das Wort. Okay. Schönen Tag. Ich finde es schon echt krass, dass Pia sich zu solchen Themen überhaupt äußern muss und dass man ihr solche Vorwürfe macht. Ich finde das schon wirklich sehr extrem. Aber die Müttermafia auf Instagram schlägt halt sehr hart zu. Das hat man ja immer wieder gesehen bei allen möglichen Menschen, die schwanger waren und irgendwas verkündet haben oder gezeigt haben von ihrer Schwangerschaft. Und das ist schon echt heftig. Und ich finde, gerade wenn man bedenkt, wie schwierig dieses Thema ist, Schwangerschaft, und wie viele Probleme es mit sich bringen kann, finde ich das schon wirklich krass, wie unsensibel manche Menschen sind und dann direkt verurteilen und Vorurteile haben, die ja gar nicht stimmen können oder von denen sie keine Ahnung haben. Und das ist wirklich extrem heftig und ich denke, das muss auch wirklich sehr belastend sein für die beiden. Und daher hoffe ich mal, dass sich das bald einpendelt und viele Leute vielleicht dieses Statement sehen und dann doch zurückrudern oder die beiden mal ein bisschen in Ruhe lassen. Ich finde es auch gut, dass die beiden eben sagen, wäre sie zu dem Zeitpunkt schwanger gewesen und sie wussten davon, wären sie auch gar nicht ins Sommerhaus gegangen. Wie dem auch sei, verabschiede ich mich jetzt und bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuhören und fürs Zusehen. Ich würde mich sehr über einen Austausch mit euch freuen, daher hinterlasst gerne ein paar Kommentare, wenn ihr was zu sagen habt. Das war's von mir. Auf Wiederhören.